So. Weiter geht's. Zwerge ist ein Stück beigetreten. Hoi. So. Jetzt erstmal hier die Lämpchen für die großen Deckenfluter. Achso, kann natürlich sein, dass das für 5 Lampen gar nicht reicht. Ich will mal gucken, wie sieht das aus, wenn man da so 2 Reihen ran macht. So also als Art 2 Leuchtstofflampen oder so. Könnte man auch machen. Sieht vielleicht nicht so übertrieben aus wie ein so ein Riesending. Versteht ihr, wie ich meine? Macht vielleicht doch mehr Sinn. Naja, andererseits sollte ja genau in der Mitte das Leuchtmittel sein, ne? So, brauchen wir jetzt noch mehr Meselampen. Ich glaube, sobald wir die Lampen drin haben, räumen wir erstmal die Kisten hier aus. Das wächst einem ja über den Kopf. Ist ja schlimm. Wir nehmen mal 1x8. Und dann unten. Ich glaube, unten haben wir 2er Dicke gemacht, ne? Ja, 2er Dicke, genau. Das heißt, die Lampen für unten machen wir nämlich auch doppelt, zweifach, zwei dick. Die Frage ist aber so, wie wir das denn hier machen. Ja, wir machen hier so eine Lampe. Hier eine Lampe. Und dann... Na, guck mal. Also, mach ich mal schnell um zu Ende. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. So, haben wir oben schon mal Lampen drin. Bin ich mal gespannt, wie das nachts aussieht. So, und hier haben wir jetzt... Problem ist halt, das Ding ist halt 9 breit. Wenn ich hier eine Lampe hinmache... Blöde Treppe. Hier eine Lampe hinmache... Und hier... Oder ich mache sie wirklich längs. Ah, so eine 5 breite Lampe. Mal gucken. Genauso auch die Frage ist, was machen wir eigentlich im Keller? Da haben wir auch... Ah ne, da haben wir nur 1 hoch. Okay. Hier im Keller würde ich aber auch super sparsam mit Licht sein. Wobei hier die Frage wäre, ob wir überhaupt Licht haben wollen. Keller wollte ich eigentlich ja eher wirklich so dunkel lassen. Dass gerade so das Licht von außen halt nachts das Ding beleuchtet. Müssen wir mal gucken, wie die Nacht so aussieht. Ob das mit den Fenstern nicht schon reicht. So, wir brauchen 20 von den Doppeldingern. Also von den Achtelplatten. Da die halt. Hier. Und da müssten wir jetzt... ungefähr so. Ist das nicht ein bisschen zu wenig? Problem ist halt, wenn ich jetzt hier eine Lampe hinmache, dann wäre sie hier genau neben der Treppe. Das wäre doof. Oh, ich verliere.
Ich gucke erst mal, oder kurz 1, 2, 3, 4, 5. Das ist zu dunkel. Das macht gar keinen Sinn. Das ist definitiv zu dunkel. Wenn ich ja auch einfach 3x3 mache. Man könnte höchstens überlegen, dass man es nicht ganz symmetrisch macht. Und irgendwie sind jetzt gerotiert. Verdammt. Nee, sind sie nicht. Deswegen immer das Replacement-Tool nutzen. So. Wenn man das jetzt so dahin macht. Und die eine halt ein bisschen off ist. Ne, so in der Art. Ich glaube, damit könnte man leben, oder? Das sieht schon aber arg hässlich aus. Ich probiere jetzt mal, wie es aussieht, wenn wir die Lampe doch da direkt an die Treppe ran machen. Well, I'm not gonna lie, das sieht wirklich hässlich aus. Das habe ich schon wieder. Ach. Ah, nee, guck mal, die sind alle richtig rotiert. Das ist ja suspekt. Ach gut, die Lampen sind auch nicht gleich rotiert. Ach, leck mal drum, Mensch. Wie würde das aussehen? Ja, doch. Ich glaube, ich kann eher mit sowas leben. Ja, doch. Doch, dann machen wir das so. Brauche ich nochmal 20 Lampen? Wie soll man viel übrig? Ah ja, weil wir 24 bekommen haben. Wir brauchen. So müsste es genau reichen. Doch, genau 20. Ja. Ja, das sieht gut aus. Da müssen wir nur noch warten, bis es Nacht ist. Um dann zu sehen, wie es dann aussieht. Da will ich nicht an meiner eigenen Baukunst sterbe. Rotieren wir mal alle richtig hier.
Jawohl, ja. So, die ganzen Konkretplatten sind alle richtig rotiert. Ja, gut. Aber wenn wir gerade mal dabei sind. Ja, hier ist auch alles. Warum ist das jetzt hier nicht zu? Ach ja, weil es ja nur noch 1 mm hohe Dinger sind. Das heißt, muss ich jetzt erstmal da dich kopieren war. Schon besser. Ja. Wenn der Perfektionismus kickt. Wir müssen mal eigentlich so eine Doom-Musik im Hintergrund einspielen. So. Gefixt. Easy. Ich werde schon wieder Hunger haben. So, oh, der ist auch. Sehr gut. Gut, jetzt wieder die Frage, wollen wir hier im Keller Lampen haben? Oder wollen wir es lieber so schön atmosphärisch lassen, dass es gerade so dämmert? Ich meine, wir könnten hier zum Beispiel die Lampen benutzen, die man so an die Seite machen kann. Das Problem ist halt, dadurch, dass sie über diese Slabs sind, kann man hier keine Seite, keine, also auf der Höhe keine Lampen anbringen. Weil es müsste ein ganzer Block sein. Man könnte also nur in die Decke selber Lampen einlassen. Ah, das ist dann wieder gleich zu hell. Weil diese Meselampen, die brauchen ja ordentlich. Die geben mal richtig Energie. Ja, hier ist so klassischer moderner Bau, so, ne, mit, naja, Leuchtstofflampen würde ich jetzt nicht sagen, aber zumindest so längliche Lampen, ne, die halt so alle schön beleuchten. Und hier oben hat man so klassisches, eher designtechnisches Baukonstrukt. Auch wenn die Lampen schon echt massiv sind. Aber vielleicht fällt uns hier auch noch was anderes ein, aber jetzt erstmal fällt mir leider nichts anderes ein. Das, was wir probiert haben, ist ja alles kläglich gescheitert. Von daher, ja. Von daher haben wir da leider ein bisschen Arschkarte. So, was gibt es eigentlich hier so alles? Wenn es wenigstens irgendwie sowas geben würde wie so ein Kegel, ne? Da könnte man den ja zumindest oben ran machen. Würde zwar komisch aussehen, weil er spitz zuläuft dann. Ah, nee, das ist alles. Alles Scheißendreck. Das Feuerwehrplatz? Ja, let's go. Danke. Gut, dann würde ich mal sagen, fangen wir mal an, die Kiste hier auszuräumen. Indem wir erstmal alles reinschmeißen. Was blöckemäßig ist. Hier können wir auch noch was rekombinieren. Gut, hier ist nur Holz. Und das hier raus. Gib mal her. Vielleicht kommt da noch ein bisschen was arrangieren. Verstehst du? Wiederverwerten. Wiederverwerten. Bumm, ist fast perfekt. Leck mich am Arsch. Das ist doch geil. So, das heißt, wir nehmen mal erstmal alles raus, was wir irgendwie in Doha schmeißen können. Also den ganzen Scheiß. Den ganzen Scheiß. Den ganzen Scheiß. Und schon sind wir voll. Das hat ja gut funktioniert. Home. Home sweet home. So, Stahl kommt. Wer hätte es gedacht? Bei Stahl hin. Clean Stone, 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 Dirt. Das sieht gut aus. Glas können wir auch gleich um die Kiste schmeißen.
Dahin. Ein bisschen Rohzeug kommt da rein. Holz kommt da rein. Ich überlege gerade nur, wo wir die Dinger hinschmeißen. Packen wir das mal hier mit rein? Ich sag mal ja. Let's go. Ja, aber hier unten haben wir so Schnittzeug. Angeschnittene Sachen. Aufschnitt für die Stulle. Deine Mutter. Oh ja, langsam wird es dunkel. Und wie ist mal die Atmosphäre? Oh ja, hier unten passt es schon mal richtig gut. Oh ja, oh ja. Oh, das sieht gut aus. Jetzt leuchtet der Boden richtig. Die Farben wirken jetzt noch greller. Oh, ist das krank. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, das ist nicht gut, das ist gar nicht gut. Oh, das sieht so pervers aus. Das ist schon geil. Das ist schon echt nicht schlecht. Das kann man so auf jeden Fall machen. So, Silbersandstein, Ton, Kies, Sand, das Zeug, der restliche Dirt, die ganzen Anschnittsachen müssen wir alle mal wieder rekombinieren. Das geht ja so gar nicht. Ja. Euch lasse ich erstmal hier. Dafür nehme ich euch mit. Das passt auch nicht rein. Verfluchte Scheiße. Da müssen definitiv rekombinieren. Oh, oha, ja, siehst du, jetzt wirkt unser Haus auch in der Nacht gleich ganz anders. Jetzt wirkt das Haus, als wenn es. Ja gut, beim Dach natürlich. Das kriegst du, wie gesagt, dann meint jetzt nicht weg. Außer du machst das Dach nicht nur ein Block dick, dass du zwei Schrägen aufeinander parkst, sondern dass du das Dach zwei hoch machst, also Schräge, Vollblock und dann noch eine Schräge hast, weil nur Vollblöcke blocken das Licht. Überall anders, also bei Schrägen, da es keine vollen massiven Blöcke sind, leuchtet hier überall durch. Das ist natürlich ein bisschen räudig, aber gut, solange man im Haus ist, merkt man davon nichts. Oh ja, oh, das ist gut, das ist gut, das ist sehr gut, das ist. So, jetzt würde mich mal interessieren, wie es im Keller aussieht. Ich leuchte jetzt auch durch. Warum denn? Das sind doch hier alles massive Blöcke. Das sind doch alles massive Blöcke. Warum leuchtet es da durch? Gelten die Dinger etwa nicht als massiver Block? Lassen die echt Licht durch? What the fuck? What the fuck? What the? Wir haben ja davon noch ein paar, ne? Von diesen Diablöcken. Das muss ich erstmal probieren. Das geht ja, das geht ja gar nicht. Sechs Stück. Okay, pack du mal dahin. Dann. So, weg damit. Das muss ich jetzt mal. Verdammt, gibt es aber keine Fläche, wo drei Blöcke, sechs Blöcke frei sind? Ach, leg mich doch. Kommst halt weg. Ernsthaft jetzt. So. Wenn wir jetzt hier Blöcke drumherum machen. Danke dafür. Bam. Weg. Licht komplett tot. Wenn wir jetzt. Tatsächlich, das sind keine massiven Blöcke. Die lassen eiskalt das Licht durch. Willst du mich verarschen? Das ist doch.
Warum? Wer kam denn auf diese glorreiche Idee? Warum? Just why? How can you do this to me? Ich dachte, wir wären Freunde. Du Arsch. Ja, gut. Das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd. Wollt ihr den Dach jetzt rein, obwohl hier offensichtlich keine Lichtquellen sind? Können wir das irgendwie. Ich weiß jetzt nicht, wie wir jetzt. Oh Gott. Oh, das ist ja. Das ist ja. Sehr abstrakt. Warum sind die Dinger lichtdurchlässig? Wer macht denn sowas? Ja, wir haben den glühenden Dachstuhl. Ah, nee, Dachstuhl ist da ganz oben. Ja. Da leuchtet. Da können wir jetzt von Glück reden, dass wir hier Lampen dran haben. Denn selbst wenn wir keine Lampen hätten, würde nämlich der Boden auch durchleuchten. Wie die Lampen, die da unten drin sind. Das würde richtig behindert aussehen. Warum ist denn Licht? Was ist denn da los? Ja, also die beiden Etagen sehen schon mal ganz gut aus. Mit dem Dach eher interessant als gut. Was leuchtet denn da hinten? Da muss ich ja direkt mal nachschauen. Ist das unser Tunnel? Nee, ne? Ah, doch. Aber echt Fackeln. Warum ist hier eine Fackel? Egal. Ja, denn macht Sinn, weil das ist ja der ganz lange Tunnel. Aber hier vorne eine Fackel. Ich könnte die einfach mal hier so in die Mitte klatschen. Ungefähr so. Da macht es wenigstens am ersten Sinn. Wenn überhaupt. Gut, okay, dann weiter. Ja, hier sind die ganzen Holzblöcke. Ich würde natürlich auch unser Metall hier zu Hause ganz schön zuklatschen. Ich packe die mal hier unten hin. Ich habe ja auch so viel Stuff, der eigentlich gar nicht reingehört. Oder den man auch woanders backen könnte, zum Beispiel diesen ganzen Rohlatex. Mache erstmal kurz hier. Haben wir noch irgendwas, Kies? Haben wir noch irgendwas? Ah ja, das ganze Zeug. Schmeiße ich erstmal alles hier rein. Müssen wir dann alles nochmal rekombinieren. Bis der Arzt kommt. Guck mal. Eigentlich hier können wir nichts rekombiniert. Wobei doch, guck mal hier. Ja. Warum kriegen wir das schon wieder? Was ist los mit dieser Home Moorblocks Mod? Jetzt geht's. Mach lieber doch mal. Machen wir mal jetzt gleich. Bob. Bob. Danke. Ich weiß, eigentlich könnte ich sowas auch einfach wegschmeißen. Und ganz ehrlich, ich stehe auch kurz davor, das hier zum Beispiel einfach wegzuwerfen. Ja. Aber man tut sich halt so schwer daran, Sachen einfach wegzuwerfen. Selbst wenn man alles im Überfluss hat. Es tut einfach doch weh. Hier ist auch noch eine Schräge. Ich schmeiß gleich alles weg! Ist doch gar nicht. Was ist das hier eigentlich für ein Scheiß? White Lightstone.
Einmal Kopfsteinpflaster, der kann man sowieso, der kann auf jeden Fall weg. Wir haben dreimal Rainbow-Ohr, das kann auch weg. Renne mit dir. So. So. Aber gut, das ist natürlich ein bisschen blöd, dass man gar nicht mal Monster sieht. Verdammt! Egal. Home 2. Ich meine, wir können auch einfach mal pennen gehen. Aber das ist so langweilig. So. Der ganze Scheiß kann auf jeden Fall weg. Der ganze Scheiß kann auf jeden Fall weg. Der ganze Scheiß kann alles weg. Alles, was so Blöcke oder Werkzeuge ist. Und das war's auch schon. Wir sind wieder voll. Mann, geht das schnell. So. Du dahin. Du dahin. Ich glaub, die Dinger werfen einfach weg. Die aufzuheben lohnt sich A nicht. Und die klatscht uns halt wirklich einfach das Inventar hier zu. Das reicht schon, dass wir schon so scheiß extrem viel Farbe hier haben. Weiß ich auch nicht, wohin damit. Gerade, dass wir schwarz schon wieder zweimal haben. Das bringt auch keine Vorteile. So, orange kommt mal nach da hinten. Und hier die drei Mischfarben. So, eigentlich können die auch hier rüber. So, also. Magenta ist rot und blau. Ne, also hier. Ne, also wenn es als Ring wäre, wäre da jetzt blau. So, Cyan ist blau und grün. Gelb ist grün und rot. Und Magenta ist rot und blau. Ne, nur das, ne, da, blau. Halt da wäre so. Ne, dann, ne. Damit ja die Logik so, ne? Ja. Warum haben wir drei Wassereimer? Wir hatten noch nur zwei. Warum haben wir vier Wassereimer? Holy shit, seit wann das denn? Okay. So. Mann, halt hier. Hey, was bist du denn? Betonblock. Ein Betonblock. Du kommst nach da. So, ja, der Scheiß kann alles hier rein. Das war, glaube ich, auch hier mit Beine. Das war da oben, glaube ich, so. Oder war das hier? Ich bin mir nicht sicher. Aber Holzrahmglas, ich glaube, wir hatten das hier unten, weil es nur Holzrahmglas hieß, haben wir es hier unten hingepackt. Ich pack's mal da unten hin. So. Was ist überhaupt alles für Scheiße drin? Das hier sind doch gar keine Blöcke. Das gehört eigentlich hier mit rein. Bam, so nehme ich. Aufzug. Einfach so. So. Gut, weiter geht's dann in der nächsten Folge.
Mit aufräumen. Und dann mal gucken. Bis dann.